So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Eigentlich habe ich gedacht, also das ist eine Infofolge, aber eigentlich habe ich gedacht, ich hau am Montag kurz noch ein Video raus, fahre dann in den Urlaub, versuche im Urlaub irgendwo schnell Mittwoch, Raider Mittwoch aufzunehmen. Freitag, wenn du zurückkommst, machst du schnell den Raid-Boss-Wechsel, haust das raus, kommt nur Montag, Mittwoch, Freitag ein Video, das passt. Was ist passiert? Montagabend im Urlaub wird der nächste C-Day angekündigt. Jetzt sitzt du gerade hier, hast dein Budweiser in der Hand im Urlaub und sagst hier, komm, nimmst du noch schnell ein Infovideo auf. Kannst ja die Leute nicht so dumm sterben lassen hier, denn der C-Day für den Juli ist angekündigt. Und ich glaube, das ist sogar der C-Day, der an meinem Geburtstagswochenende stattfindet. Das heißt, wenn vom 19. bis 21. die Leute kommen, wegen dem Geburtstag, Sonntag am 21., die eigentlich wieder heimfahren wollen, ist dann noch der C-Day. Also, ob ich den spielen kann, dazu in der Lage bin, ob da Leute überhaupt da sind, die den Stream gucken können oder Leute da sind, die überhaupt selber spielen können. Oder wir alle sagen, ey, wir spielen noch den C-Day und dann gehen alle heim. Aber die spielen ja nicht alle Pokémon, ne? Wenn ich da an Naturin denke oder so, der hat ja mit Pokémon gar nichts am Hut. So, jetzt aber kurz mal die Infos für euch, was ihr braucht, was ich dann mache, weiß ich nicht, deswegen. Community Day im Juli 24, zappler den, ich muss es jetzt so machen. Am Sonntag, der 21. Juli, wieder 14 bis 17 Uhr, also 3 Stunden, gibt es den nächsten Z-Day. Zapladin ist meiner Meinung nach ein Pokémon, was total unnütz ist, weder für GBL noch für Raids nutzbar. Gab es noch nicht als Shiny, wird also als Shiny eingeführt. Das ist wenigstens etwas. Was hat es jetzt aber für eine Attacke? Voltwechsel? 12 Schaden bei Trainerkämpfen, 14 Schaden bei Arenakämpfen, Raidkämpfen. Es wird wieder eine Spezialforschung geben, also wieder so ein Ticket für $1. Könnt ihr euch gönnen, könnt ihr verschicken, an mich zum Beispiel. Müsst ihr aber nicht. Ich würde es mir nicht selber kaufen, auf dem Account. Normal würde ich es aber kaufen, weil ein Euro im Monat ist schon okay. Kriegst du auch direkt die Entwicklung dann. Event-Boni, das ist immer das Wichtigste. Gibt's wieder Staub? Zapladin und Staub sind, glaube ich, keine Freunde. Was ist dabei? Eier, die während des Events in die Brutmaschine gelegt werden, schlüpfen 4-mal so schnell. Ist für mich jetzt kein guter Bonus. Wir haben gerade ein Event laufen. Da gibt's Ignivor, neu als Shiny. Da schlüpfen die Eier doppelt so schnell. Da ist Anreiz da zu brüten, aber doch nicht, wenn Zapladin Community Rate hat. Doppelte Fangbonbons sind am Start. Doppelt so hohe Chance auf XL-Bonbons bei Trainern ab Level 31. Lokmodule halten 3 Stunden, Rauch hält 3 Stunden. Schnappschüsse, besondere Überraschungen aus den Schnappschüssen, die vergesse ich jedes Mal wirklich. Ein zusätzlicher Spezialtausch, das heißt maximal 3 dann an dem Tag, weil in der aktuellen Season, 3 Monate lang, haben wir ja 2 Spezialtrades pro Tag. Am C-Day dann einen mehr. Also 3 statt 2, 3, weil 2 plus 1 ist 3, genau. 1050% weniger Sternstaub, das kannst du auch machen, aber was will man jetzt hier 100 Zapladin hin und her tauschen, bis eins lucky wird und so. Das Ding kann, wie gesagt, nichts. Bonus-Raid-Kämpfe sind auch wieder da. Habe ich noch nie gemacht. Diese 4er-Raids habe ich nicht gemacht, brauche ich nicht, nutze ich nicht. Ich spiele den ja meistens nur 1 Stunde statt 3 Stunden, ist ja alles reduziert. Es gibt wieder Leute, die das natürlich machen als Challenge, um zu gucken, ob die den schaffen, wie schwer der ist, mit möglichst wenigen Spielern. Eine befristete Forschung von 14 bis 22 Uhr, in der man Einhallsteine bekommt. Ja, Zapladin ist so ein Gräbel, den kannst du nicht einfach so entwickeln. Du brauchst einen Einhallstein und der Jendik ist ja schlau. Das gibt euch am C-Day eine kleine Forschung, da steht dann, fang 50 Zapladin. Dann kriegt ihr direkt 4 Einhallsteine und könnt dann 4 Stück im C-Day komplett durchentwickeln. Das finde ich gut von der Jendik, wenigstens das, dass die euch dann nicht einfach stehen lassen, dass die das so machen. Dann habt ihr wieder Feldforschungen, gibt es auch wieder Zapladin raus, Sternstaub, Superbälle und mehr. Pokestop Showcases, weil es ja wieder ein Wochenende ist, das heißt Samstag, Sonntag finden Showcases statt, Montag, Dienstag finden Showcases statt, wird dann da auch wieder sein. PokeGo, Webstore, Hyperbox interessiert mich nicht, Eventboxen interessieren mich nicht, Sticker sind da für die Sticker-Sammler, interessiert mich nicht, sucht ihr nach einer Gruppe, interessiert mich nicht und dann sind wir schon wieder ganz unten. Also, habt ihr Bock? Zapladin als C-Day Pokémon. Kann nix, ist aber neu als Shiny da. Eier brüten,
Staubbonus wäre vielleicht interessanter, dass Leute wegen dem Staub spielen. Ich muss mal gucken, wie sich das mit dem Geburtstag ausgeht. Ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Aus dem Urlaub heraus, immer noch ergeldet. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Das ist immer noch das Butt, das Budweiser. Sieht aus wie ich. Oben weiß und unten rot, ne? Wie mein Kopf und mein T-Shirt. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und Prost.